Sarafina und Peter Wolny, jetzt enthüllen sie den wahren Grund für die Türkei-Geburt. Im Juli wurden Peter und Sarafina Wolny Eltern der kleinen Hope Angel Silvia. In der neuesten Folge von Die Wolnis verriet das Paar jetzt, warum ihre Tochter wirklich in der Türkei das Licht der Welt erblickte. Sarafina Wolny Darum brachte sie ihre Tochter Hope in der Türkei zur Welt. Im Juli durften sich die Wollnis über ein neues Familienmitglied freuen, am 23. Juli brachte Sarafina Wolny, 28, ihre Tochter Hope Angel Silvia in der Türkei zur Welt. Für sie und Ehemann Peter Wolny, 31, grenzte die erneute Schwangerschaft an ein Wunder. Jahrelang hatten die beiden es auf natürlichem Weg probiert, doch mit ihren Zwillingen Emory und Casey beide zwei, wurde die TV-Bekanntheit erst über eine künstliche Befruchtung schwanger. Kein Wunder also, dass Töchterchen Hope für Peter und Sarah Finawal nie ein echtes Wunder ist. Obwohl die 28-Jährige noch vor einigen Monaten während eines Instagram-QS erklärt hatte, ihr Baby in Deutschland zur Welt bringen zu wollen, entschied sie sich letztlich für eine Geburt in der Türkei, was bei vielen Wolny-Fans Fragen aufgeworfen hatte. Doch was steckt wirklich dahinter? Peter Wolny erklärt: Ich und Sarafina hätten Unterstützung. In der neuesten Folge von Die Wollnys – eine schrecklich große Familie, 4. Oktober, ist Sarafina Wolny nach wie vor schwanger, denn die Dreharbeiten liegen bekanntermaßen bereits einige Monate zurück. Zusammen mit Ehemann Peter Wolny spricht sie in der Episode offen darüber, weshalb sie und ihr Liebster sich für eine Geburt in der Türkei entschieden haben. Ich würde es schon gerne hier machen, weil guck mal. Im Sommer sind alle hier in der Türkei. Und wir wären mit den Jungs dann in Deutschland ab Ende Mai, so die 28-Jährige. Weiter erklärt sie, dass wir überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, das Baby hier in der Türkei zu bekommen, war einfach, dass das Baby in den Sommerferien zur Welt kommt und die Familie über die Sommerzeit in der Türkei ist. Die Zwillinge fühlen sich hier pudelwohl. Es wäre in Deutschland für die Jungs kein Sommer. Ich lieg hochschwanger auf der Couch, der Peter baut denen ein Planschbecken auf der Dachterrasse auf oder man geht mal spazieren, aber hier haben wir alle um uns und ich fühle mich mit dem Gedanken wohler, zu wissen, dass ich die anderen bei mir habe. erklärt Sarah Fiena ihre Beweggründe. Auch Peter meint, die Jungs fühlen sich wohl. Wir fühlen uns wohl und wenn es zur Entbindung geht, hätte ich Unterstützung und Sarafina hätte Unterstützung, weil die ganze Familie da ist. Außerdem fühle sich Silvia Wolnies auch sehr gut aufgehoben, der Arzt ist top, so die 28-Jährige. Auf eine Hebamme hatte sie ohnehin bewusst verzichtet, denn den Posten könne in ihren Augen niemand besser ausführen. Als Mama Silvia Wolny, 58.